dürfte bei dir jetzt ein Kunstsichtiges sein. Ja, also ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal erblicken werde, oder? Kennst Bruder, ich hoffe, du hast Gummi benutzt. das ist, warte. Yo, hä? Freunde, willkommen zu einem neuen Stream. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und heute wird es wild. Freunde, ich kann es kaum erwarten. Es ist endlich soweit. Wir spielen Mario Odyssey im Multiplayer. Und das gibt so viele Möglichkeiten. Wir können unter anderem Hide and Seek spielen. Wir können Mario Odyssey einfach nur durchspielen. Wir können super viele Challenges machen. Und Hübi und ich wollen das eigentlich schon seit Ewigkeiten machen. Aber erst war er krank. Dann war ich krank. Dann hatte ich keine Zeit wegen, ich glaube, TwitchCon. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, Freunde. Heute ist es endlich soweit. Ja! Hello! Einen wunderschönen guten Tag. Was geht? Aber die Frage ist, wo bist du? Ich stehe vor der Rostigen Odyssey. Oh, da bist du! Oh mein Gott, ist das hier! Oh, jawohl, yo! Ich befinde mich in der Cutscene. Siehst du, wie ich in der Cutscene bin? Kannst du mir einen Gefallen tun? Spring mal auf den Globus. wir werden heute Folgendes machen. Und zwar spielen wir das Spiel normal durch. Und dann machen wir irgendwie so eine Art Speedrun nochmal. Wir müssen ja auch gucken, zum Beispiel, was man jetzt hier schon sieht. Vic hat die Brücke schon runtergelassen. Also er hat den Mond eingesammelt, die Brücke runtergelassen. Die Brücke ist auch bei mir unten. Ne? Aber da ich den Mond nicht eingesammelt habe, steht dieser Steinhaufen immer noch bei mir. Genau, deswegen sieht das bei mir so aus, als würde Hübi einfach da rumschweben. Ja, wollen wir anfangen? Hast du Bock? Ja, definitiv. Kann man die Monde doppelt einsammeln? Nein, also stimmt. Wir werden jetzt auf jeden Fall erst noch einige Fragen beantworten müssen. Ich glaube, einige wissen wir auch selber noch nicht. Q&A. Richtig, es ist auf jeden Fall so, dass unser Mond-Counter wird geteilt. Wenn jemand einen Mond einsammelt, dann kommt beim anderen sogar so ein Sound. Du hörst, wenn der andere einen Mond einsammelt und dieser Mond wird dir dann auch gut geschrieben. Deswegen geht auch das Speedrunnen zusammen so gut, weil man sich eben die Aufgaben aufteilen kann. Ja, true. Das sieht so witzig aus, wie wir jumpen. Mich interessiert mal, wie der Fotomodus funktioniert. Ob wir jetzt auch richtig geil so zusammen Fotos machen können. Ja, können wir machen. Also es bleibt auf jeden Fall stehen. Also bei dir bleibt es stehen. Lass mal hier zusammen springen und nebeneinander in der Luft den Fotomodus anmachen. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Ey, das ist einfach das, ich sag's dir, das ist das Thumbnail-Paradies. Das stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Wenn du Fotomodus machst, dann freest du in der Luft bei mir. Du schwebst da oben noch. Ja. Mach du das mal ganz kurz, ich will das sehen. Das sieht so dumm aus. Warte, jetzt achtet mal auf Phoebe, wie das aussieht. Oh, du musst jetzt auch rein, damit du bei der Okay. Schau. Jawollo. Moment. Juhu. Oh, ich liebe es. Da steht Mario Odyssey Online. Es fällt mir jetzt das auf. Ja, der hat das Logo geändert. Oh mein Gott, wie sieht das aus, wenn wir zu zweit als T-Rex rumlaufen? Oh mein Gott, ja. Dürfte bei dir jetzt ein Kunstsichtiges sein. Ja, also ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal erblicken werde. Also, dass ich das hier mal sehe. Das sieht so... Bist du im Fotomodus? Ja, ich bin im Fotomodus. Okay, warte, ich gehe auch in Fotomodus. Achso, kann man springen? Doch, man kann springen. Aber auf dem Trampolin kann muss man springen. Ja, auf dem Trampolin. Warte, ich springe. Okay. Ey, das sieht so strong aus. Ich weiß nicht, warum ich das so glücklich mache. Es ist halt irgendwie so simpel, ne? Es hätte irgendwie einfach so easy von Nintendo kommen können. Ja, darüber habe ich auch vorhin nachgedacht so. Also theoretisch, keine Ahnung, wäre das geil gewesen, wenn Nintendo das eingebaut hätte, wenn man das so, also OG-Spiel durchspielt, dass man das dann freischaltet, sobald man auch Mushroom Kingdom freigeschaltet hat. Das wäre voll geil. Kannst du dich noch an das Mal erinnern, wo du das erste Mal Mario Odyssey gespielt hast? War das noch 2017? Ja, ich habe es direkt zu Release gestreamt. Ah, okay. Ich fand beim ersten Playthrough gar nicht so beeindruckend. Beim ersten Mal durchspielen dachte ich mir so, jo, ist nett, aber irgendwie ist es mir zu offen und irgendwie weird und die Grafik und I don't know. Zu offen? Aber, echt? Ja, ich kam damals nicht klar, dass man wirklich so komplett free ist. Also, ich liebe das, Mario 64 ist mein Lieblingsgame, aber es hat mich einfach erschlagen mit der Offenheit. Aber dann wirklich von Stream zu Stream habe ich es mehr geliebt und der Rest ist Geschichte. Okay, krass, weil ich habe zum Beispiel super oft gehört, dass irgendwelche Leute gesagt haben, mir ist das immer noch nicht offen genug. Das ist keine Open World, du. Nee, auf gar keinen Fall. Also, wie Open World soll das dann noch werden? Wobei, wenn das so ähnlich wäre wie Bowser's Fury, nur noch offener. Ich glaube, das könnte krass werden. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zwischen Bowser's Fury und Odyssey entscheiden müsste, würde ich auf Odyssey gehen. Aber es liegt auch am Movement, muss man sagen. Das Odyssey-Movement ist halt einfach Gold. Ja, so, also. Vor allem mit Cappy. Ich finde das inzwischen auch so ein bisschen schwierig, mir ein Mario-Spiel vorzustellen ohne Cappy, weil das Movement so gut ist. Ich denke mir auch so, das nächste Spiel muss doch mit Cappy sein. Also, wie können sie denn uns Cappy wieder wegnehmen? Das kann man doch nicht machen. Ich sehe dich gerade diesen Hasen bekämpfen, aber ohne Hasen. Ja. Das sieht sehr interessant aus. Oh, Bruder, es läuft gerade gar nicht gut. Es sieht aus, als würdest du einfach mit so einem Geist kämpfen. Pass 3 schreibt, der Hase ist aber noch oben. Ja, der ist da noch auf dem Schiff. Komisch, dass Hübi das nicht bemerkt hat. Guck mal, du bist jetzt bei mir. Was geht? Yeah! Alter, du machst einfach Stampfattacken auf meiner Leiche. Yeah. Oder? Bruder! Bruder, das sind ganz schwierige Momente. Ich hoffe, du hast Gummi benutzt.
Ich habe Capy benutzt. Aber wollen wir das mal ausprobieren? Also mit nicht mit dem Gummi, sondern mit dem Vogel. Bruder, Gamescom ist in dem Monat. Das von New York City geportet, wo es dann Tag ist. Hä? Ich glaub nicht, wie hast du gerade bei mir ausgesehen? Bei mir warst du gerade covered in weiß. Dabei habe ich doch Gummi benutzt. Nee, also for real. Du musst dir das gleich bei mir angucken. Ja, for real, Bruder. Ja, bonk. Ich liebe es, dass man es auch direkt sieht, wenn der andere einen Fehler macht. Nein! Oh mein Gott! Ah, du bist gestorben! Du Noob! Ich bin so runtergefallen. Okay. No! Oh no! Sam! Sam! No! Sam! Oh, wow! Ich lebe! Ich lebe! Spielt ihr Mario Odyssey zum ersten Mal? Yes, wir haben es noch nie vorher gesehen. So, und diesen Jump hier mache ich auch gerade zu meinem allerersten Mal. Oh, scheiße. okay, ich sammle noch ganz kurz den Mond hier oben ein beim salzigen Berg. Ja. Jetzt ist der ganze Salz angesammelt über die letzten Jahre Mario Odyssey. Ja, impossible Jumps. Jedes Mal, wenn ich sagen will, das ist der leichteste Gegner, verkacke ich. Jetzt kriege ich den einfach nicht. Also warum bekomme ich denn immer Instant Karma? Okay, er ist besiegt. Wie du da einfach rumstehst, während der gerade kippt. Bro, der ist einfach mit seinem Cock auf deinen Kopf gefallen. Also instant so inhaliert. Mit dem Cock auf den Kopf. Ich bin noch in der Arena gefangen, aber der Mond ist nicht da, weil du den eingesammelt hast. Step Bro, ich bin stuck. Oh shit. Ich kann den Mond nicht einsammeln, aber die Zäune sind noch da. Also kommst du hier nicht durch, würdest du sagen? Richtig, ich komme da nicht durch. So nah und doch so fern. Ja, aber du kannst ja theoretisch einfach zu einem Checkpoint fliegen, oder? Ja, stimmt, ich kann es auch jetzt teleportieren. Ja, dann sollte er es weg. Ich frage mich, ob der Zaun jetzt da bleibt. Nee, ich glaube, der ist dann weg. Ist es bei dir eigentlich auch regelmäßig so, dass deine Zuschauer den Streamtitel nicht lesen können? So, die fragen so, was wird gespielt? Das, was machst, ja, genau. Was wird gespielt und was machst du gerade? Und im Streamtitel steht einfach, ich spiele Mario Odyssey und cool dabei XY. Ja, aber ich glaube, das ist normal. Ich habe das Gefühl, auf Twitch wird noch weniger Titel gelesen als auf YouTube. Dass viele verlernt haben, sich selbst Sachen beizubringen, haben wir schon oft diskutiert. Ja, das ist wirklich so. Es ist wirklich so, ne? Dadurch, dass alles einfacher verfügbar ist, hat keiner mehr Lust, sich länger als 2 Sekunden mit was zu beschäftigen, bevor er sagt, bitte mach's mir. Ich weiß nicht, also ich bin damit aufgewachsen, dass man irgendwelche technischen Probleme hat und deswegen googeln muss und dann versucht irgendwie herauszufinden, wie das funktioniert und so und dann teilweise auch Stunden damit verbringt, Sachen zu googeln und Sachen einzurichten. Das ist für mich halt meine Kindheit gewesen und man geht halt immer so ein bisschen davon aus, dass das jeder irgendwie beherrschen muss, also richtig vernünftig zu googeln, aber ich glaube, viele können das nicht und viele denken auch, also heutzutage vor allen Dingen in Apps und nicht mehr so wirklich in Internet. Das merke ich jedes Mal, wenn Leute sagen so, ja, ich würde, also ich bekomme manchmal DMs, wo Leute sagen, yo, ich würde sau gerne deine Streams gucken, aber ich darf die Twitch-App nicht haben. Und ich bin dann so, ja, aber du kannst ja einfach auf die Internetseite gehen. Und die Leute sind dann so wie Internetseite. Vor allem, was auch, glaube ich, also was viele nicht wissen, also bei mir ist es sehr häufig. Also früher habe ich noch mehr Modded-Videos gemacht, so Modded-Content als jetzt aktuell. Mhm. Aber es war normal, dass es teilweise 4 bis 5 Stunden gedauert hat, bis man so eine scheiß Mod zum Laufen bekommt, um dann so ein 10-Minuten-Video aufzunehmen. Wir brauchen teilweise auch ewig, bis das läuft. Jo, wie sieht das... Du schwebst da in der Luft? Jo! Ear-Rape einfügen. Okay, jetzt kommt der Moonjump. Let's fucking go! Okay, bist du schon unterwegs? Ja, ich habe den Moonskip first try. Ja, aber die Sichtweite ist richtig hoch. Ich habe dich wirklich von der Odyssey hinten umlaufen sehen. Krass. Ich sehe dich gar nicht. Ach doch, da hinten. Oh mein Gott, dieser kleine Punkt. Ja. Lol, wie das aussieht. Ich bin wieder unterwegs. Gebt euch das, Leute. Whee. So jetzt. Ja. Sieht das funny aus. Sind wir jetzt auch in derselben Arena? Ich glaube schon. Ich meine, das ist ja dasselbe Level, ja, oder? Hallo, da bist du. 2 Bräutigams für Peach, ja. Polygamie in. Polygamie in Mario Odyssey. Wie bist du eigentlich eher Team Wild oder Team Rild? Boah, das ist eine Frage, die mir überhaupt nicht schwerfällt. Dachte ich mir schon. Ich meine, welches Opfer sagt auch Wild so? Hüpf mal auf den linken Arm von Bowser. Warte. Ja, du bist Bowser. LOL! Das sieht so falsch aus. Oh. Ups. Ich hab's auch verkackt. das ist, warte. Yo, hä? Ja, ich seh's auch. Du bist einfach 3D-Bowser. Bam, 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 bam. Boah, das ist so ekelhaft, wenn du einen No-Damage-Run machst und hier Damage kassierst. Bei mir habe ich einmal hier Damage genommen. Musste alles von vorne machen. Das hat mich richtig traumatized. Und durchgespielt! Ja! Okay, Meister. Ich starte mal Live-Split, ne? Bist du ready? Ich bin ready. Bist du schon bei dem Startscreen? Ich bin im Startscreen. Okay. 3,
2, 1, 0. Oh, let's go. Okay. Ich vergleiche auch gegen meine PB. Das heißt, ich sehe immer genau, wo wir wie viel Zeit einsparen. Also ich weiß, wir sind in einem Team, aber irgendwie fühlt sich das gerade so ein bisschen wie ein Racer. Ja, du bist schneller als ich, aber ich bin auch gerade gedanklich noch ein bisschen bei meinen Alerts. Heute bist du auf jeden Fall besser in Form als ich, was alles hier angeht. Sagt er ja, und ich knall erstmal schön gegen die Mauer. Okay, ich probiere den Dino-Jump. Ich bin schneller als du, weil du nämlich noch in der Cutscene gefangen warst. Wenn ich ihn schaffe, dann musst du irgendwo einen Mond suchen. Okay. Ah, du kannst mit den Kettenhunden. Ich glaube, bei den Kettenhunden in der Felswand ist auf jeden Fall ein. Wenn ich ihn schaffe, dann musst du vorher raus. Okay. Okay, oh, ja, ich schaffe ihn. Okay, ich habe ihn nicht geschafft. Bei welchem Kettenhund meinst du? Direkt da, wo du jetzt bist. Auf der linken Seite? Okay, ja. Okay, dann gönne ich mir den kurz. Und ich nehme auch genügend Cash mit, damit ich dann im Forstland den Mond kaufen kann. Das fühlt sich komisch an. Man macht einen Speedrun, aber muss warten. Ja, aber warte. Ich habe sie jetzt besiegt. Ganz komisch. Ganz komisches Gefühl. Ich bin jetzt bei der Sphinx und danach fehlen uns also nur noch zwei. Okay, warte mal, da muss ich den mitnehmen. Da muss ich nochmal zurück. Verdammt, da haben wir jetzt ein bisschen Zeit verloren. Ah nee, das ist aber auch total hohl. Ja. Scheiße, dann fehlt uns irgendwo einer. Hast du Kaktus gemacht? Mhm. Hast du den gemacht in der Enge? Also hast du in der Ja, den habe ich. Hast du in der Stadt der hinter dem Shop gemacht? Nein, den habe ich nicht gemacht. Okay, ich bin da. Ich kann ihn machen. Okay, dann porte ich mich jetzt schon zur Odyssey. Genau, porte ich schon mal zur Odyssey. Verdammt. Okay, hab ihn eingesammelt. Komm her, Hase. Oh, shit. Okay. Alles klar, Bruder. Ja, ich hab ihn irgendwie nicht so bekommen. Ich zeig dir den richtigen Hasen. Oh, shit. Ey, wir sind so schnell. Das ist so krass. Wie viele Minuten schneller sind wir gerade? Ich würde mal sagen, 4,5 bis 5 auf jeden Fall schon. Boah, krass. Ich glaube, das wird noch viel, viel mehr. Ey, das macht übel Spaß, ne? Ja. Das ist so cool. Vor allem dieses, dass du nichts tust und trotzdem Progress machst, weil der andere was macht. Das ist das erste Mal, dass man auch mal so ein bisschen chillen kann. Okay, erstes Leben vom Wriggler abgezogen. Ah, scheiße. Oh, ich stelle mich auch so kacke an gerade. Kein mentaler Zusammenbruch. Ja, alles gut. Ich krieg das hin. Wir sitzen beide in einem Boot. Wir gucken nur circa 2000 Menschen zu. Aber no pressure. Entspann dich. Nee, aber ich bin schon bei der Truhe oben. Alles gut. Okay, sehr gut. Ich frage dann noch, bevor ich den Mond einsammle, frage ich dich nochmal, ob du alles hast. Und weiter geht's. Einer Küstenland, der andere Polarland. Ja, was möchtest du? Boah, ich bin mit beiden cool. Entscheide du. Ich mach Küstenland, du machst Polarland. Okay, let's go. Ich flieg nach Hamburg. Wir sind 7 Minuten vor PB. Wir sind aktuell auf einem 1-0-4er-Kurs. Oh mein Gott. Und jetzt machen wir nochmal ein Todes-Time-Save, weil jetzt sparen wir uns quasi ein Königreich. Also unter einer Stunde dürfte auf jeden Fall drin sein. Boah, das wäre so krass, wenn wir das heute schon schaffen. Ja, also ich habe auch nicht das Gefühl, also klar, man macht immer so Mini-Fehler, aber ich glaube, wir stressen uns auch einfach nicht. So, weil wenn man sich stresst, dann macht man auch viel mehr Flüchtigkeitsfehler. Mark Vic Nintendo? Nein, Bruder, ich hasse Nintendo. Ich bin mehr so Xbox. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Xbox gespielt. Bei einem Freund habe ich mal. Die Sache ist, ich glaube, ich kenne keine Freunde, die eine Xbox besitzen. So, alle meine Freunde hatten mal PlayStation. Ja, also mittlerweile auch nicht mehr, aber es war damals ein Handballkollege von mir. Ah, okay. Also ist das so bei Handballspielern populär. Richtig, aber ich spiele seit längerem kein Handball mehr. Dementsprechend habe ich auch keinen Freund mehr, der Xbox spielt. Ich war auch mal in so einer Handball-AG. AG? Ja, ja. In der Schule oder was? Ja, genau. Nee, ich habe es tatsächlich 16 oder 17 Jahre im Verein gespielt. Also. In irgendeinem Paralleluniversum bist du Handballstar. Auf zum Dragon. Ja, wobei, du bist schon fast da, ne? Ich kämpfe schon gegen den Dragon. Ich glaube, ich kann gar nicht schneller sein. Ja, wie gesagt, außer ich mache einen Fehler. Ja, so. Ich weiß was, ich bleib trotzdem, ich vertraue dir einfach. Ja. Ich bleib jetzt einfach hier. Boah, krass, wie schnell wir sind. Ich komm nicht darauf klar, dass wir gleich bei Bowser's Kingdom sind, nach, keine Ahnung, gefühlt 30 Minuten. Ist das ein neues DLC? Nein, das ist Hacker-Shit. Das ist richtig illegaler Scheiß. Wegen sowas arbeitet Nintendo nicht mit uns zusammen. Ja, deswegen bekomme ich keine Spiele mehr von Nintendo zugeschickt. Ich wollte gerade sagen, hast du auch die Message bekommen? Wir arbeiten nicht mehr mit dir zusammen, wenn du Fan Content auf deinem Kanal? Nee, habe ich nicht. Ich habe nicht mal eine Message bekommen. Doch, ich habe die mal um Support gefragt, weil ich ein Splatoon E-Sports Event machen wollte. Und dann kam so, ja, wir supporten dich, aber du musst unterschreiben, dass du keinen Fan-Content mehr bringst. Das ist uncool. Dann habe ich so gesagt, nein, danke. Ich habe doch so eine richtig bissige Mail geschrieben, so nach dem Motto, als wisst ihr, dass es kaum noch einen Nintendo-YouTuber geben würde, wenn wir keinen Fan-Content machen, weil es gibt nichts, worüber wir Content erstellen können. Eben, ja. Dann kam von dem Mitarbeiter zurück, ich darf nicht mehr weiter mit dir kommunizieren. LOL! Ja. Okay, krass. Vor allem, also ich habe die schon so ein bisschen bissig formuliert, aber sehr lieb und sachlich. Also wirklich so, ey, aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass eigentlich 9 von 10 Nintendo-YouTuber arbeitslos wären, wenn wir nicht Fan-Content bringen würden? Guck dir zum Beispiel Nintendo an. Also Nintendo ist der Nintendo-YouTuber und der macht ja auch Fan-Content. Es gibt nichts mehr von Nintendo, was man tun kann. Der Kampf lief vorhin gut, mal gucken, ob ich es wiederholen kann. Ich versuche den auch zu bekämpfen.
Oh mein Gott, ich hab so verkackt. Bitte, gewinn das. Bro, machen wir nicht so einen Druck. 2 von 3 schwierige Stellen schon geschafft. Nice. Oh, krass. Muss jetzt wieder drauf. Oh nein, 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 nein. Oh, das sieht nicht gut aus. Please. Oh mein Gott, bleib oben, nein. Oh nein. Okay, ich bin noch oben, ich bin noch oben. Ich mach das für uns. Ich wurde so weit weggejietet. Ich kam einfach nicht mehr drauf. Keine, no chance, Alter. Yes. Hab ihn besiegt. Scheiße, die waren mir ein bisschen langsam, aber ey, er ist besiegt. Das ist die Hauptsache. Noch live, Fragezeichen? Nö, ich bin jetzt offline. Das ist einfach nur ein Video, was du dir anguckst. Was ist das für eine Frage? So, kurz Pause werden. Bist du gerade hinter mir? Ja. Seh dich da vorne rum. Ich trau mich nicht nach hinten zu gucken. Nein, 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 Bro, zieh durch. Komm hoch! Ja! Puh, letzte Etappe, let's go! Alter, ich weiß nicht warum, ich bin echt nervös, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Weil wir so nah an der Stunde sind. Ja, wir haben einfach wirklich Zeit verloren, ja, im Mondland. Du kannst bei dir einfach drücken, Ich bin jetzt fertig. Okay. Oh, 58,45. Ja! Oh mein Gott, ich wusste es halt nicht. Ne, guck mal, ich sehe es nicht. Du hast ja die ganze Zeit geredet. Oh mein Gott, wir haben so viel Zeit verloren. Ich habe bei Bowser so viele Fehler gemacht und so. Deswegen bin ich schon davon ausgegangen, also, ja, dass wir es nicht schaffen. Aber wir haben die Challenge einfach geschafft. Wir haben Mario Odyssey zusammen unter einer Stunde durchgespielt. What the fuck? Ja, also wir haben noch super viele Möglichkeiten. Ne? Wir können Hide and Seek spielen. Wir können einfach die Impossible Jumps und andere Challenges eigentlich alle zurückholen und dann nochmal in so einem ganz neuen Kontext spielen. Ja, Leute, danke, dass ihr dabei wart. Hat Bock gemacht. Vic, ich verabschiede mich von dir. Ich halte hier noch eine kurze Abschiedsrede. Alright, mach das. Mach ich auch. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss. So. Oh, endlich bin ich dem Pisser los. Spaß. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute.